Schon bald kämpften die Dörfler untereinander genauso heftig wie gegen die Edirane. Ja, willkommen im Deerwood. Er war dreist genug zu behaupten, dass wir uns so weit von unseren Wurzeln entfernt hätten, dass einige unserer Offiziere begannen, dem edirischen Adel zu ähneln. Ich finde es so witzig, dass außer irgendwelchen plumpen Beleidigungen es im Deerwood einfach so einfach ist, jemanden zu beleidigen. Wenn du jemanden so richtig vor den Kahn fahren willst, vergleichst du ihn einfach mit einem Edirner. Schwupps, total beleidigt, Eskalationsstufe 100 und es gibt eine Prügelei. Mehr braucht's einfach nicht. Awesome. Hier herrscht die Gastfreundschaft. Ja, genau. Ihr seid so gastfreundlich. Deshalb wollten sie mich am Tor abweisen, am Ausgang abweisen. Egal, wo ich hingekommen bin, haben sie mir erstmal gesagt, du bist doch Fremder, eigentlich mögen wir das nicht. Der Waldläufer füllt seine Feuerwaffe bei allen Schüssen mit zu viel Pulver. Ja. Auch Jagdbögen, Kriegsbögen, Armbrüste und Arbalesten. Ja. Da kommt auch Pulver rein. Trust me. Was sind das eigentlich für lustige Effekte, die da hin und her gehen? Geblendet, benommen, unsichtbar, Flammenschild beherrscht. Ja, toll. Was auch immer. Ey, aber ich hab doch eigentlich alle Banditen von der einen Seite des Deerwoods bis zur anderen Seite, von oben nach unten, alles ausgerottet. Also sicherer können die Karten momentan, glaube ich, nicht werden, auf denen du reisen kannst. Ja, das ist doch ein schöner, sicherer Raum, wo man nochmal einen Kampf haben kann, wollte ich sagen. Natürlich. Am häufigsten bewusstlos. Lynn, Arloth und Petagina, jeweils 29 Mal. Cool. Ich lässt einen Stapel Münzen und ein Zutatenpaket in deine Hände fallen. Alles, was du zum Brauen eines guten, starken Muntermachers brauchst. Sie bringt mir bei, Kaffee zu kochen? Das ist ja praktisch. Bester NPC ever. Ich kann keine Ressourcen entbehren, aber ich habe einige Ratschläge für die Reise. Super. Ich kann dir keinen meiner Leute mitgeben, ich kann dir mein Geld nicht geben, aber hier, nimm diesen Travel Guide. Hilfreich, Lynn. Berold, ein edirischer Würdenträger, ist in der Festung erschienen. Er bittet deine Hilfe bei einem bevorstehenden Treffen mit Vertretern des Fischerkranichstamms. Oh Gott. Fischerkranich. Besser wird's nicht. Außerdem schafft er die Rahmenbedingungen dafür, dass missratene Kinder in ihre eigenen Gräber stolpern. Bitte was? Er schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass missratene Kinder in ihre eigenen Gräber stolpern. Ah ja. Also wenn du ein ungezogenes Kind hast, vertraust du auf diesen Aspekt von Barrett, dass sich das Problem zu gegebener Zeit selbst erledigt. Toll, ganz toll. Richtig angenehmer Zeitgenosse, ja, total. Oh, leichte Lichtchen. Okay, Lynn hat die ganzen Seelen mitgenommen, damit sie jetzt hier das Licht anmachen. Okay. Oh mein Gott, sieht das krass aus. Full of surprises, aren't you? Look at the size of this place. Look at that. A city to put all others to shame. And long lost. I don't suppose you could make a few bridges the same way, hmm? Can you do that again? I had something in my eye. Missed most of it. Oh, God.
Das ist der Grund, warum ich genau diese 5 Leute mitgenommen habe. Ich liebe sie. Ja, genau. Nochmal, nochmal. Nicht die Mama, nicht die Mama. Das ist so süß. Ich liebe sowohl Ideas. Kannst du es nochmal machen? Ich habe mich hingeguckt, weil das ist so niedlich verpeilt. Und du weißt nicht so genau, weil Idea würde es zutrauen, dass er tatsächlich so verpeilt ist. Du weißt nicht so genau, ist es jetzt wirklich so? Oder sagt er das nur, um dich zum Lachen zu bringen? Die Mania mit ihm, kannst du uns vielleicht noch ein paar Brücken dazu bauen? Finde ich auch einfach total genial. Und so, full of surprises. Darfst dir all meine Surprises nachher angucken, Darling. Wir sind hier bis zum Ende, wir sind verloren. Ja, ich hatte die Leute hier auch nicht so verrückt im Kopf. Außer sie spart sich das und wirft Feuerbälle präventiv. Ja, viele bitte. Auf alle, auf jeden. Genau, das Ende des Tagebuchs wird besagen. Und dann kam Linden das Druidendorf und sie vermutete, dass irgendwo dort sich Theos aufhalten würde. Und deshalb brannte sie alles nieder in der Hoffnung, dass er auch mit dabei sein wird unter den Opfern. Kollateralschäden halt.